Es ist Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tech News. Auch in der letzten Woche ist wieder einiges geschehen in der Technikwelt. Wir schauen uns das Ganze gleich gemeinsam an. Präsentiert wird euch das Format wie immer von RhinoShield und Teufel. Den Anfang macht heute, wer hätte es anders gedacht, Google. Ich glaube, zu kaum einem anderen Gerät gab es bisher so viele Leaks im Vorfeld wie zum Google Pixel 3 und Pixel 3 XL. Im Prinzip war eigentlich schon klar, wie die Teile aussehen werden und genauso, ja, sind sie jetzt im Endeffekt vorgestellt worden. Selbst die übertrieben große Notch beim XL ist geblieben, welche ja wirklich schon für sehr viel Hate im Internet gesorgt hat. Ich selbst finde sie jetzt auch wirklich zu groß, aber nun gut. Nichtsdestotrotz, was ich sehr, sehr schade finde, Google hat im Zuge oder im selben Zug einen Tag vorab verkündet, dass sie Google Plus jetzt letztendlich ja auflösen und das Ganze eingestellt wird. Google Plus war eine Konkurrenz gegenüber Facebook. Warum haben sie das jetzt einen Tag davor so im Heimlichen gemacht? Ganz einfach, sie hatten ein riesiges Datenleck, was Entwicklern ermöglicht hat, auf die Daten der Nutzer, sei es Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und so weiter, zuzugreifen. Und das Ganze jetzt schon über Monate, es ist auch schon über Monate bekannt, wurde aber jetzt erst, ja, released und das Ganze, wie gesagt, im Zuge, kurz bevor die neuen Geräte vorgestellt wurden, um da jetzt kein Hate auf sich zu hetzen. Was meint ihr dazu? Ja, das hier ist nicht etwa Apples neuestes Tech-Gadget, nein, das ist ein Kamerarucksack, welcher Bilder seiner Umgebung macht. Ähnlich wie ihr es hierzulande auch von den Google-Autos kennt, macht natürlich auch Apple schon länger Aufnahmen mit dem hauseigenen Kartendienst und nun eben auch zu Fuß. So lassen sich auch in Seitenstraßen oder in Parks eben Zonen, in die Autos so nicht einfach rein können, Aufnahmen machen, die sich dann hinterher in Apple-Karten anschauen lassen. Apple rüstet da in den letzten Jahren schon ordentlich nach, denn aktuell sind sie auch noch auf Drittanbieter angewiesen, um eben Kartenmaterial zur Verfügung zu stellen, beispielsweise von TomTom. Wir haben euch bereits in den Tech News davon berichtet, dass Amazon einige neue Echo-Geräte auf den Markt bringt. Der 11. Oktober ist vorbei, mittlerweile sind die Dinger bei uns offiziell bestellbar. Mit dabei sind der Echo Sub, der Echo Connect, der Echo Show der zweiten Generation, der Echo Plus der zweiten Generation und der Echo Dot der dritten Generation. Alle haben Vor- und Nachteile, ein paar Upgrades, ob die Dinger dann wirklich sich lohnen zu kaufen, erfahrt ihr natürlich auf unseren Kanälen in der Zukunft. Wir schauen die uns auf jeden Fall mal genauer an. Außerdem hat sich Google nicht mit Amazon geeinigt, aber Amazon hat trotzdem einen Weg gefunden, YouTube zurück auf den Echo Show bzw. Echo Spot zu bringen. Sie haben jetzt einfach einen eigenen Browser entwickelt, der dann wirklich per Sprache starte YouTube das Ganze möglich macht, YouTube im Browser abzurufen. Und das ist doch sehr geil. Finde ich cool, dass Amazon hier diesen tricky Weg gewählt hat. Apple wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Herbst noch neue Produkte vorstellen, unter anderem natürlich den heiß ersehnten Mac Mini, mit dem ja auch ich arbeite. Allerdings gab es das letzte Modell leider nur in 2014, es wird da also dringend Zeit für ein Update. Es soll auch neue MacBooks geben, einen neuen Mac Pro und natürlich auch das iPad Pro 2018. Und von dem sind jetzt auch wieder neue Bilder aufgetaucht, welche das neue, schlankere und vor allem kantigere Design zeigen. Ein bisschen erinnert mich das Design an das iPhone 4. Oder was meint ihr? Ansonsten soll es bei der jetzigen Display-Auflösung bleiben. Es gibt schmalere Ränder, Face ID, welches im horizontalen Modus arbeiten können soll und auch einen Support des Apple Pencil 2 soll es geben. Ob es tatsächlich zum Einsatz von USB-C kommt, steht noch in den Sternen. Könnte ich mir beim iPad Pro aber auf jeden Fall vorstellen. Beim iPhone war das eigentlich abzusehen und ich glaube auch, dass es da eventuell im nächsten Jahr noch zu keinem USB-C-Update kommen wird, denn Apple hat erst kürzlich die MFI-Lizenzierung verlängert bzw. hat einen neuen Lizenzstandard überhaupt erst ins Leben gerufen, nämlich von USB-C auf Lightning, den sie ja dann an Drittanbieter im Prinzip verkauft bzw. die Lizenzen für eine Gebühr bereitstellt. Und Apple verdient daran so viel Geld, dass sie eigentlich doof wären, wenn sie jetzt einen anderen Anschluss noch mitbringen. Das hat noch ein bisschen Zeit. In der Zeit kassieren sie eben für diese ganzen Lizenzgeschichten für Drittanbieter, die da Kabel und diverse Adapter rausbringen, noch ordentlich Geld. Google Pay scheint ja wirklich immer gefragter zu werden. Es gibt eine extrem wichtige Neuerung in der App. Ihr könnt jetzt einfach das Ganze mit eurem PayPal-Konto verknüpfen, welches ja sowieso kostenlos ist. Dadurch wird eine virtuelle Kreditkarte erzeugt in der Google Pay App, die dann mit eurem PayPal-Konto verknüpft ist und schon könnt ihr einfach per PayPal zahlen, ohne dass Gebühren anfallen. Kontaktlos mit dem Smartphone oder auch mit einer Smartwatch. Ich selbst nutze Google Pay extrem häufig und bin wirklich froh, dass dieses neue Feature verfügbar ist.
Nach Aussagen des Warner CEO in Los Angeles wird es wohl im nächsten Jahr einen eigenen Streamingdienst von Warner geben. Das tut es ja im Prinzip schon, denn in den USA gibt es schon das DC Universe, eine eigene Plattform, aber eben nur für Inhalte aus eben dem DC Universe. Aber im nächsten Jahr soll dann eben eine ganz neue Streaming-Plattform auf den Markt gebracht werden, in der dann alles gebündelt quasi zu finden ist. Das Ganze soll Ende nächsten Jahres an den Start gehen und Konkurrenz ist dabei nicht nur oder sind nicht nur die bereits bekannten Streamingdienste, nein, sondern auch Disney, denn auch die wollen im nächsten Jahr einen eigenen Streamingdienst vorstellen. Warum Warner das Ganze macht, ist eigentlich klar, denn anstatt sich die ganzen Lizenzgebühren der anderen Streamingdienste mühsam irgendwie zusammenzuholen, können sie auch gleich eigene Mitgliedergebühren sich in die Tasche stecken und zusätzlich natürlich auch noch eine Menge Nutzerdaten. Was meint ihr dazu? Ist das Ganze noch eine attraktive Vielfalt oder ein unübersichtliches Überangebot? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Google stellt mit dem neuen Google Home Hub einen smarten Sprachassistenten mit Display vor. Sozusagen die Antwort auf Amazons Echo Show. Er wird ab dem 22. Oktober zu haben sein, in den USA vorerst. Ich werde eine Woche später in LA sein, eventuell werde ich ihn mir dann auch besorgen und direkt mal mitnehmen für euch. Besondere an dem Teil, er soll vermutlich kein Android an Bord haben. Finde ich extrem komisch erstmal, aber letztendlich kann es wahrscheinlich dem Nutzer egal sein, denn Google garantiert auf jeden Fall, dass die komplette Konnektivität und Vernetzbarkeit gegeben sein wird. Das heißt, alle Dienste mit irgendwelchen Smart Home Geräten werden auf jeden Fall damit funktionieren. Ich bin gespannt auf das Gerät. Konstantin wundert sich, warum im Google Home Hub kein Android mehr eingesetzt wird. Und diese Verwunderung hat ihre Berechtigung, denn Google scheint immer mehr und immer schneller Abschied vom eigenen Betriebssystem nehmen zu wollen. Mehr noch, sie arbeiten ja schon länger am neuen Betriebssystem für PC und Smartphones an Fuchsia und haben mit der grafischen Oberfläche Armadillo auch da schon einige Fortschritte erzielt. Doch was schürt jetzt die Gerüchte, dass Google es wirklich ernst meint und Fuchsia immer weiter vorantreiben will? Nun ja, wir haben jetzt in der Vergangenheit schon gesehen, wie aus Android Wear OS wurde oder aus dem Android Messenger einfach nur der Messenger. Oder aber jetzt beim letzten Pixel 3 Event haben wir gemerkt, dass Google nicht ein einziges Mal das Wort Android in den Mund genommen hat. Das war schon verwunderlich im letzten Jahr bei der Pixel 2 Vorstellung. Da kam es zumindest noch einmal vor, in diesem Jahr halt eben gar nicht. Tja, genauso wie im Slate, dem neuen Tablet von Google, da kommt Chrome OS zum Einsatz. Es scheint also so, als dass wir Fuchsia eventuell noch eher zu Gesicht bekommen, als wir bisher dachten. Wir sehen uns spätestens kommenden Montag auf Patricks Kanal. Da folgt dann die nächste Ausgabe der Tech News. Das Ganze wurde euch wie immer präsentiert von Rhino Shield und Teufel. Bis dahin macht's gut. Ciao.